die Version 3. Und das fand ich schon wirklich faszinierend. Aber noch mehr fasziniert hat mich dann die ganz neue Version von 3.5 auf 4. Diese Entwicklung, das ist wirklich unglaublich, was sich da getan hat in so kurzer Zeit. Dann kommt er einem ja heute schon so vor, als wäre er ein Stück weit intuitiv oder sogar kreativ. Aber bis er wirklich zu einer starken KI wird, wie wir es nennen, das wird noch ein paar Jahre dauern. Also ich würde mal schätzen, so 2040, 2050, da werden wir es mit wirklich starker KI, also einer Intelligenz zu tun haben, die den Menschen überlegen ist. Man muss KI ganz klare Regeln und Leitplanken geben. Und natürlich hört das sofort auf, wenn KI potenziell Menschen verletzt oder wenn die Identität in einen Zusammenhang gestellt wird, Social Scoring als Stichwort. Das sind Dinge, die ganz sicher nicht akzeptabel sind, allemal nach europäischen Maßstäben. Aber hier muss man eben sehen, dass man klare Leitplanken geben muss, auch gesetzlicher Natur, das ist notwendig. Aber auf der anderen Seite sollte man auch nicht der Illusion unterliegen, dass man eine KI vollständig regulieren kann, weil dann ist sie keine KI mehr, dann wird es ein regelbasiertes System. Mit KI verbunden ist eben freies Lernen und eben auch zu neuen Ergebnissen zu kommen. Das macht KI auch wertvoll. Aber ganz klar, wir müssen Verantwortung übernehmen, die KI in entsprechende Umgebungen zu bringen, dass sie Menschen nicht verletzen kann. Sie ist ja heute schon Handwerkszeug. Nicht bei der Disposition von Systemen, wenn es ums Ausfüllen von Formularen geht oder dergleichen, oder auch Erkennen von Anomalien, wenn man große Logistiknetzwerke zum Beispiel nennt, Vorhersage von Sendungsaufkommen und. Aber die KI hat natürlich auch eine Seite, wo sie dann tatsächlich als sogenannte Embodied AI tatsächlich als vielleicht sogar humanoider Roboter in Zukunft eben auch in unseren Lehrgängen agieren wird. Wir sind auf dem Weg dahin. Elon Musk hat es uns letztes Jahr schon vorgemacht mit seinem Optimus. 20.000 Euro teuren Roboter, also 120.000 Euro Kosten, der schon humanoid erscheint, in dem aber eben auch noch eine ganz konventionelle KI arbeitet. Aber wir sind auf dem Weg und ich will es mal so ausdrücken. Unsere Roboter, die Sie hier auch hinter mir sehen, unsere autonomen Fahrzeuge, werden Arme bekommen. Wahrscheinlich weniger Beine, weil die brauchen Sie nicht hier, können Sie prima auf Ihren Rädern rollen. Aber Sie werden Arme bekommen, das wird keine lange dauern, der sind vollkommen. Ein weites Feld. Ich mache es vielleicht mal deutlich, indem wir uns im Lamar-Institut beschäftigen. Das ist die sogenannte triangulare KI. Das ist die Verbindung von Umgebung, Sensordaten, Wissen, Erfahrungswissen und Daten. Und in diesem Dreiklang entstehen neue KI-Systeme. Und wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, wie diese neuen Systeme aussehen und wie sie dann eben auch in Verbindung treten mit Logistiksystemen zum Beispiel. Wir nennen das Ganze Social Network Industry. Wir steuern auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von künstlicher Intelligenz und mit Menschen zu. Und in diesem Kontext ist dann eben aber auch die Frage, wie werden in Zukunft künstliche Intelligenz und Menschen dann Verantwortung wieder teilen? Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, in der technischen Entwicklung ebenso, aber auch in der Betrachtung, in der ethischen Betrachtung. Zum Beispiel mit Kolleginnen und Kollegen aus der Philosophie und aus ganz, ganz vielen Fachdisziplinen. Wir werden genauso wie das bei OpenAI und ChatGPT war, werden auf Open Source Basis stattfinden. Warum? Wir brauchen richtig, richtig große Datenmengen, um entsprechende KI anzulernen. Und hier ist ganz klar der Aufruf, lasst es uns zusammentun. Hier kommt kein Unternehmen mehr alleine durch die Tür, insbesondere hier in Europa. Deswegen auch der Aufruf, insbesondere auch bei Themen wie Remote AI, also künstliche Intelligenz, die mit vielen, zum Beispiel Logistiksystemen verbunden ist, daraus lernt und dann wieder in der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Das ist zumindest der
für mich ein einzig möglicher Start, die nächsten großen Schritte zu machen. Und daraus entwickeln sich dann wieder neue Produkte.